So, meine Damen und Herren, das, was jetzt folgt, ist vermutlich, gehört zu den schwersten Aufgaben, die ein Moderator so zu erledigen hat im Laufe seiner Karriere. Es ist schwer zuzugeben, aber auch Joko und mir kann sowas passieren. Wir haben einen folgenschweren Fehler gemacht. Seit einiger Zeit machen wir uns über den dilettantisch wirkenden Werbefilm des brandenburgischen Spaßbads Schwab lustig. Den habe ich online gefunden und wir fanden den Clip sogar so lustig, dass wir dachten, wir müssen ihm einen Preis verleihen. Es war der Spott- und Hohnpreis, der Goldene Umberto. Wir haben uns getäuscht, das darf ich jetzt schon sagen. Hier bitte, weil wir müssen und weil wir möchten, eine Richtigstellung und eine Zusammenfassung der Ereignisse zum Thema Schwab, alles was er wollt. Am 5. Oktober 2015 wurde in der Mainstream-Show Zirkus Halligalli ein scheinbar gewöhnliches Schwimmbad schlagartig populär. Schwab, alles was er wollt. Mit falschem Lächeln und despektierlicher Ironie präsentieren die Ulk-Moderatoren Joko und Klaas ein Werbevideo des Schwimmbads Schwab. Jetzt wird es nass und cool. Hier ist der Imagefilm vom Schwimmbad Schwab. Hallo! Hallo, Tante Uschi. Möchtest du eine Tasse Kaffee haben? Ja, gern. Ich hab auch was für euch. Ehrlich? Überraschung! Ein bisher nie dagewesener Skandal des deutschen Films nimmt an dieser Stelle seinen Ursprung. Ich lade euch zum Event ein. Die Frost? Event. Ich kenne nur Advent. Statt die kreative Kraft dieses Drehbuchs zu begreifen, reagieren die selbsternannten Gaga-Entertainer mit infantilem Hohn und vergeben als Konsequenz einen Schmähpreis. Diesen Preisträger des Goldenen Umbertus! Doch ist dieser Imagefilm wirklich sogenannter Trash, der einen Spottpreis verdient? So wie es die beiden TV-Komödianten behaupten? Die Antwort der Filmszene ist eindeutig. Nein, dieser Film ist die Wiedergeburt des deutschen Autorenkinos. Das Fehlurteil von Joko und Klaas sorgt bei Deutschlands Regisseuren für Entsetzen. Da kommt endlich mal was, das hat Witz, das hat Elan, das sprüht von neuen Ideen. Das sind nicht diese Texte, die wir seit Jahren in Deutschland runterbeten. Und dann setzt ihr euch so ironisch drüber hinweg. Wenn man von manchen Sachen keine Ahnung hat, dann muss man auch einfach mal die Fresse halten. Der Aufschrei der Filmschaffenden ist gigantisch. Joko und Klaas impertinente Haltung zu Schwab wird als Selbstgerechtigkeit entlarvt. Es wird klar, auf dieses Drehbuch hat Deutschland 20 Jahre gewartet. Das Drehbuch, das lag vor ein paar Jahren hier bei mir auf dem Tisch und ich hatte einfach nicht den Willen, es umzusetzen. Ich war einfach nicht reif genug und tja, da waren die Kollegen von Schwab einfach mutiger. Leider, im Nachhinein muss ich sagen, es war wahrscheinlich der größte Fehler meiner Karriere. Und der Rote Baron. Dieses Drehbuch, das Joko und Klaas in ihrer Klamauk-Show Zirkus Halligalli verspotten, ist in Wirklichkeit ein Meisterwerk. Diesen Zeilen wohnt eine schöpferische Sprengkraft inne, die dem deutschen Kino jahrzehntelang fehlte. Humor. Dieser Satz, ich kenne nur Advent, ne? Ja, das ist grandios. Tragik. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich wirklich zu Tränen gerührt. Innere Zerrissenheit. Du weißt, irgendwas wird da passieren, aber was, da kommst du aber erstmal nicht drauf. Was von Joko und Klaas als plumper Witz abgekanzelt wird. Nur mal, wirklich nur mal rausgezogen, noch mal, für sich gesehen, noch mal der Gag vom Opa, hier. Ich kenne nur Advent. Erntet jedoch von der ersten Riege der deutschen Schauspieler durchweg Begeisterung. Ich finde, das ist einfach echt genial geschrieben. Also da merkst du einfach, da sind irgendwie mehrere Drehbuchautoren dran gewesen an diesem Stück. Peinlich. Für deutsche Schauspieler ist nicht etwa der Traum von Hollywood der Antrieb ihres künstlerischen Schaffens. Ich habe natürlich auch große Ziele und ich glaube, dass genau diese Szene einem dabei helfen kann. Es ist die Sehnsucht, bei der Verfilmung des wohl wichtigsten Drehbuchs der Neuzeit teil zu sein. Das ist für einen Schauspieler auch eine Traumrolle, muss man sagen. Also da, auf sowas wartet man natürlich. Sehr fein nuanciert, also wirklich beeindruckend. Ich muss sagen, also vor ein paar Jahren hätte ich mich da jetzt
hätte ich wirklich mich, glaube ich, gar nicht daran getraut. Jetzt bin ich immer noch nervös. Also ich habe mir auch viele Gedanken vorher gemacht und ich habe auch ein bisschen Angst vor der Rolle so, weil das ist eigentlich, glaube ich, wenn nicht sogar die schwerste. Da ist großer Respekt von allen Kollegen. Also das ist wie Ballett. Das sieht so einfach aus, aber es ist schwer. Es bleibt zu hoffen, dass der Stoff dieses Drehbuchs irgendwann in die richtigen Hände gerät. Verdient hätte er es. An der Stelle von unserer Seite auch noch mal natürlich eine realistische Einschätzung dessen, was wir da geleistet haben. Wir haben uns da übernommen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben das falsch eingeschätzt. Und sorry, liebes Schwab, dass wir an der Stelle tatsächlich gesündigt haben und euer... Ja, wir haben es einfach nicht erkannt, muss man ganz ehrlich sagen, war ein Fehler. Ich finde auch, dass man dann irgendwie, wenn man dann so ein Forum hat, was man ja gerne auch für viel Quatsch nutzt hier und so, dass man dann auch mal das Rückgrat hat, sich hinzustellen und zu sagen, das war nicht gut, das war nicht lustig, das war falsch angegangen, wir haben das praktisch den Leuten auch falsch serviert und letztendlich verkennt man da das, was da drin liegt. Wir haben uns lange überlegt, wie wir damit umgehen, wie wir unser Unrecht, was wir diesem Drehbuch angetan haben, irgendwie vergessen machen können. Und wir haben weder Geld, noch Kosten, noch Mühen, noch Engagement und Schuldbewusstsein gespart und haben das legendäre Schwab-Drehbuch so verfilmt, wie es dieser Stoff verdient. Als deutsches Drama in Starbesetzung, meine Damen und Herren. Sehen Sie nun den Film Das Event und achten Sie mal auf die bedrohliche innere Zerrissenheit einer Familie im Wandel. Schwab. War das gerade ganz am Ende tatsächlich die Stimme von Mark Forster? Ja? Liebe Wasserratten vom Schwab, ja? Wir stellen euch dieses Video zur Verfügung. Ja? Ihr könnt das benutzen, wenn ihr möchtet, und viel Spaß damit. Ja, und auch
es ist, hat sich ein bisschen was verändert. Normalerweise wollten Sie diesen Preis nicht haben. Jetzt haben wir von Ihnen gehört. Ja? Und jetzt ist es so, dass Sie dann doch gerne den Umberto entgegennehmen würden. Also Sie bieten uns an, dass wir vorbeikommen, den Umberto vorbeibringen. Das Ganze im kleinen Kreis, so eine Art Mitarbeiterveranstaltung. Wir haben gesagt, ja, das können wir machen. Kein Problem. Wir sollen da auf keinen Fall groß was machen. Deswegen sage ich jetzt feierlich, wir machen auf keinen Fall den großen Halligalli-Badetag. Nein. Machen wir ja, nicht. Machen wir auf keinen Fall. Und wir wollen auch auf keinen Fall, dass alle Fans bei der feierlichen Live-Übergabe des Umbertos im Schwab in Fürstenwalde mit dabei sind. Auf keinen Fall. Nein. Also, dass wir uns da richtig verstanden haben, am 3. November auf gar keinen Fall. 14 Uhr, nicht kommen. Nein. Nach Fürstenwalde in Schwab. Adresse gibt's im Internet, aber nicht nachschauen. Auf gar keinen Fall. Ja. Also, ne, damit das alle noch mal, allen das noch mal klar wird, ja, dass Sie wirklich auf gar keinen Fall zu diesem Event hingehen, ja, und wirklich, deswegen haben Warum wir heißt hier das noch mal Badetag, wenn das einfach auf gar keinen Fall nennen sollen. Wir haben, damit das sich noch mal eindringt, weil das, es kann leicht missverstanden werden. Wir probieren das so klar und deutlich zu sagen, dass wir nicht möchten, dass ihr alle gerne kommt, sondern hier noch mal aufgeschrieben, damit man das ein bisschen besser versteht. Meine Damen und Herren, kann ich ein bisschen Trommelwirbel haben? Ja, das sollen. Auf gar keinen Fall zum großen Halligalli-Badetag am 3. November um 14 Uhr im Schwab-Spaßbad an der großen Freizeit 1 in 15517 Fürstenwalde. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau hey. Ab, bitte. Leute, ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an Ohren?